Wir waren zu nachlässig im Verteidigen, muss man ganz klar sagen. Wir haben den Ball tief in der gegnerischen Hälfte verloren und hatten dann zu dem Zeitpunkt nur noch zwei Mann hinter dem Ball, die hätten eingreifen können. Und das ist natürlich beim Stand von 1:1 in einem Spitzenspiel einfach zu wenig. Wir sind in der Offensive deutlich stärker wie in der Vorrunde. Gestern 22 Torschüsse gegen Gladbach. Das ist außergewöhnlich, aber bei dieser verbesserten Offensivqualität geht auch zu Lasten der Defensive. Und da gilt es natürlich, eine Balance zu finden. Aber wenn die Mannschaft die gute Einstellung hat, und das hat sie, dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir den internationalen Platz erreichen. Ja, Schalke wird vermutlich zu früh kommen, aber wir hoffen natürlich, dass er so früh wie möglich dabei ist. Jeder Spieler, der zurückkommt, ist natürlich momentan wohltuend, gar keine Frage. Tranquilo Banetta saß zumindest auf der Bank wieder. Könnte vielleicht auch für einen Kurzeinsatz gegen Schalke dann auch erreichen. Die Frage ist ja schon nach dem Barcelona-Spiel gestellt worden. Und dann hat man gesehen, dass sie gegen Wolfsburg wieder nach vorne spielt und wieder mit einer hohen Leidenschaft spielt. Gestern auch wieder. Da darf man sich nicht davon leiden lassen. Die Mannschaft ist inzwischen, wie gesagt, erfahren in dieser Situation. Und da mache ich mir keine Sorgen. Wenn man Spiele verliert, kann man ja nicht freudestrahlend durch die Katakomben laufen. Aber man darf sich nicht die Dinge nehmen lassen, die einfach gut sind. Und das ist die Einstellung, einfach, das ist die Mentalität, das ist das verbessernde Offensivspiel. Und die Defensive, an der müssen wir natürlich arbeiten, das stimmt.